We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans, tell me why they got the ribs then. All these rappers think they saucy. So, ihr seht schon, ich bin hier im Kreativmodus auf meiner Map. Und zwar habe ich mal so ein Video gemacht, wo ich One-on-One-Taktiken gezeigt habe. Und das kam mega gut bei euch an. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt noch einen zweiten Teil. Weil ich habe jetzt auch mega viele neue Sachen, die ich benutze zurzeit. Also es soll nicht irgendwie so ein Tipps- und Tricks-Video sein, sondern ich zeige euch einfach nur die Taktiken, die ich in One-on-Ones benutze. Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Also zuallererst, das steht, glaube ich, auch im Titel, 290s in einem Sprung, das habe ich jetzt auch erst neu gelernt. Ich zeige dir einfach mal. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die schnellsten sind, aber kommt mir auf jeden Fall so vor. Also bevor ich abspringe, baue ich erstmal hier das schon mal vor und dann springe ich erst ab, damit ich noch den zweiten 90 dann direkt schaffe. Ach so, mit dabei ist der Luis, mein Versuchskaninchen. Sein Kanal ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt, erster Link. Okay, baue einfach ganz normal 290s hoch, also spiel einfach ganz normal. Also hier, wenn er da hochkommt, zwei Wände vor ihm und dann kann ich einfach weiterbauen. Also ja, das benutze ich eigentlich auch mega oft. Okay, dann als nächstes, was ich eigentlich immer mache am Anfang, baue wieder einfach 290s und nicht normal nach oben. Und zwar so und direkt nach der Treppe schaue ich so nach oben und baue eine Wand. Also einfach, wenn ihr am Anfang von dieser Treppe seid, nach oben schauen, dann bleibt der Gegner da hängen. Und dann einfach nach oben 90s. So, dann auch noch was Gutes, wenn man low ist zum Beispiel und der Gegner da draußen ist und sich zu einem reinbauen will, dann kann... Hör mal auf. Dann kann man sich einfach ganz nach hinten an die Wand stellen, eine Treppe bauen und dann denkt der Gegner, man ist auf der Treppe drauf, obwohl man in der Treppe drin ist. Und dann kann man einfach editieren und den Gegner halt so töten. Und es ist auch mega gut, wenn der Gegner bei einem so in der Box ist und wartet, bis man irgendwie so aufeditiert. Kann man einfach so editieren, dann ist der Gegner da in der Treppe drin. Man kann ihn einfach so abschießen. Aber wenn er nicht ganz hinten an der Wand steht, kann man einfach so machen. Und ja, das mit der Treppe ist halt mega gut. So, dann in die Situation kommt man auch mega oft, dass der Gegner da unten ist und man irgendwie den Boden bekommen will. Aber das ist eigentlich viel zu riskant, weil er hat einen viel größeren Vorteil. Weil es ist einfach viel einfacher von hier unten schnell aufzueditieren und einen Hit zu geben, statt von oben irgendwie den Boden zu bekommen. Und deshalb versuche ich nicht irgendwie den Boden zu bekommen, sondern ich gehe immer, wenn ich es abgebaut habe, auf meine Treppe drauf. Weil irgendwann wird die Treppe dann reinkommen und man kann den Gegner easy holen. Ja. Achso, und die meisten Sachen werden die meisten wahrscheinlich eh schon kennen. Also das ist nur für die, die das noch nicht kennen. Dann als nächstes, wenn der Gegner hier irgendwo eingebaut ist und man hier reinkommen will, dann kann man einfach zum Beispiel eine Wand bauen und dann die Pyramide abbauen. Dann ist man in der Pyramide drin und dann kann man einfach den Boden aufbauen. Dann ist man drin. Also bei guten Gegnern klappt es jetzt nicht, weil die das checken, aber bei nicht so guten kann man das easy machen. So, was gibt's denn noch? Baue dich mal einfach hoch. Ja, baue dich einfach hoch. So, jetzt zeige ich so die Sachen, wenn der Gegner im Highground ist, wie ich versuche, wieder Highground zu bekommen. Also zum Beispiel mache ich oft das hier. Also so kann ich von oben nicht so einfach angehittet werden. Also ja, das ist eigentlich auch mega gut. Oder wenn ich zum Beispiel hier nach oben baue, das ist aber schon ein bisschen älter, das ist glaube ich von Faceway. Einfach so zwei Pyramiden, dann hier so weiterbauen. Und so. Also so. Immer weiter. So wird man halt auch mega schwer angehittet von oben. So, dann gibt es noch was, das ist eigentlich eher unnötig, aber keine Ahnung, sieht halt irgendwie geil aus. So, zwei Pyramiden, eine Treppe, hier Wände und dann hier so durcheditieren. Ja, keine Ahnung, sieht schon geil aus und verwirrt auch ein bisschen den Gegner, aber ja, das ist auch höchstens für 101s, aber... sonst eigentlich unnötig. Also ja, das waren jetzt die Haupttaktiken so, die ich für 101s benutze. Ich denke mal, die meisten kennt ihr sowieso schon. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt mit Luis noch ein paar normale 101s. Okay, bist du bereit? Jo. Let's go. Alter. Wo bist du? GG.
Ah, ich hab ihn verbaut. Ach, Junge. Nein! Was machst du? One-on-ones auf höchstem Niveau. Digga, ich hab meine Nightscope. Ja. Die Double-Edit sitzen. Oh, Junge. Stell dir mal vor, du hättest jetzt verloren. Hä? Warte, was? Was? Ey! Du hast dich eingebaut. Oh mein Gott. Hä? Wo bist du? Oh. Hey, schon wieder ver. Ah, du hast dich auch ver. Ja. Oh mein Gott, schon wieder. Hä? Hä? Was? Ich hab gedacht, das wäre meine Wand. Ja, du warst in diesem Flugmodus. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Also, ich hab dich einfach eingebaut. Ah, nicht schlecht. GG. Oh mein Gott. Das ist deine Wand. Oh. Ah. Das wäre zu geil gewesen. Wow. Ach, Digga. Oh, das ist ein Edit. Hätte sie getauscht.
Oh! Ey, ich kann nicht mal auf. Was machst du? Was machst du? Na Junge, was? Ich krieg einfach keinen Hit. Na jetzt. Also, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann hier, Creator Code, Arena finde ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.